Alles neu macht der Mai. Naja, vielleicht nicht alles, denn auch in dieser Woche bekommt ihr wie gewohnt die aktuellen News und das Store-Update frisch auf den Tisch. Fangen wir gut gelaunt mal an. Zu Code Vein gibt es endlich einen ersten Trailer und er sieht auf jeden Fall interessant aus. Code Vein wird ein Action-Rollenspiel mit deutlichem Manga-Einschlag und wir wissen doch, dass ihr auf sowas steht, ihr kleinen Schlingel. Nach einer katastrophalen geologischen Anomalie kämpfen die letzten Überlebenden ums, Überleben, haben jetzt aber mit rasendem Blutdurst und dem Verlust ihrer Erinnerung zu kämpfen. Was genau dahinter steckt, werden wir dieses Jahr aber leider noch nicht erfahren, denn Code Vein erscheint erst 2018. Am 16. Mai startet offiziell die zweite Season von For Honor. Sie heißt Shadow and Might und bringt Folgendes mit sich. Zwei neue Karten, nämlich die Schmiede und den Tempelgarten, zwei neue Helden, den Shinobi für die Samurai und den Centurio für die Ritter und eine neue Art von Seltenheit der Ausrüstung, epische Ausrüstung, die den maximalen Rüstungswert erhöht. Uns würde an dieser Stelle ja mal interessieren, ob ihr in Sachen For Honor noch voll dabei seid. Zockt ihr es noch? Schreibt's doch mal in die Kommentare. Erst war es ein Leak und nun ist es offiziell, Darksiders 3 kommt. In der Fortsetzung der düsteren Action-Adventure-Reihe werden wir als Fury kämpfen, die mit ihrer Höllenpeitsche gegen die 7 Todsünden antritt und das Gleichgewicht zwischen Gut und Böse wiederherstellen will. Das wäre dann nach Krieg und Tod die dritte apokalyptische Reiterin, die ihr eigenes Spiel bekommt. Ob Darksiders 3 die enorme Spielewelt des zweiten Teils nochmal erweitert oder eher zurück zu den Wurzeln des ersten Abenteuers geht, erfahren wir aber erst 2018. Der erste Trailer, den ihr hier gerade seht, stammt übrigens von den Kollegen von IGN. Wo gibt's immer neue Games und die kostenlosen PS Plus Titel des Monats? Richtig, im Store, und deswegen gucken wir da jetzt mal rein. Im Mai gibt's folgende Titel für Umme, wenn ihr Plus-Mitglied seid. Zum einen Tales from the Borderlands. Hier konnten sich die Adventure-Spezies von Telltale Games mal wieder so richtig austoben und präsentieren ein sehr unterhaltsames Abenteuer aus der Borderlands-Welt. Ich habe selber natürlich auch schon gespielt und kann euch nur raten, den Download der 5 Episoden gleich anzuschmeißen. Ein bisschen ruppiger wird's dagegen bei Alien Nation. Das klassische Twin-Stick-Shooting mit einem ausgefeilten Beutesystem, prozedural generierten Karten, Dungeon Raids, wöchentlichen Zielen und einer weltweiten Liga kombiniert. Schaut mal rein. Und Neuerscheinungen haben wir natürlich auch wieder. Am 5. Mai, also Freitag, erscheint Prey, in das wir ja schon in einem unserer letzten Streams reingeguckt haben. Freut euch auf atmosphärischen Science-Fiction-Grusel. Ach ja, und erinnert ihr euch an die Meldung zu Darksiders 3? Ja, solltet ihr auch, ist ja erst ein paar Minuten her, ey. Auf jeden Fall steht nun auch die Darksiders Fury Collection im virtuellen Regal. Für wenig Mäuse bekommt ihr die ersten Teile Darksiders War Mastered und Darksiders 2 in der Definitive Edition, um nochmal gemütlich in die Action-Adventure-Reihe reinzukommen. Von nicht geringem Interesse sind vermutlich auch gleich zwei DLCs zu hochklassigen Spielen, nämlich Drache des Nordens für Nioh, in dem jede Menge knackiger Gegner, frische Magie und Schutzgeister sowie legendäre Ausrüstungssets und Waffen auf euch warten. Und wir haben noch, Achtung, Tiefluft holen jetzt, 3C3C1D11944097 für Nier Automata. Dabei sind drei neue Kolosseen, zusätzliche Nebenquests, neue Ausrüstung, Outfits, Masken, spezielle Musikstücke und natürlich ein Negligé, weil Videospiele. Nier-Fan Trant hat schon mal freigenommen. Oh, und wir wollen euch auf Shovel Knight Spectre of Torment aufmerksam machen. Ein komplett neues Spiel in der Shovel Knight-Reihe. Das ist Retro, wie wir es lieben. Shovel Knight ist nämlich super. Als Deal der Woche ist dieses Mal Batman Return to Arkham am Start. Bis zum 10. Mai bekommt ihr das Bundle, das die Titel Arkham Asylum und Arkham City enthält, für ganz schlanke 19,99. Damit spart ihr mal eben 60% des Verkaufspreises. Wer da nicht zuschlägt, dem ist auch echt nicht mehr zu helfen. Außerdem momentan besonders günstig sind Rocket League in der Game of the Year Edition. Und zu dem Ding brauchen wir wohl echt nichts mehr sagen, oder? Runterladen, losheizen und süchtig werden für gerade mal 14,99. Darkest Dungeon, das spielgewordene Burnout-Syndrom, kostet für Plusmitglieder 9,59 €, denn die sparen auf den ohnehin runtergesetzten Preis nochmal 20% obendrauf. Übrigens, zu dem Ding haben wir bei uns auf dem Kanal ein kleines Video mit 5 Einsteigertipps rausgehauen. Lege ich allen Anfängern in diesem wunderbar fiesen Psychotrip hiermit nachdrücklich ans dunkle Herz.
Ach ja, und außerdem läuft bis zum 10. Mai ja immer noch die große Rabattaktion im Store mit vergünstigten Preisen für viele, viele Kracher von Call of Duty Advanced Warfare über Star Wars Battlefront bis hin zu Dead or Alive 5 Last Round und. Sodele, so viel dazu. Wir wünschen euch einen exorbitant schönen Start in den Mai und verbleiben bis auf weiteres hochachtungsvoll, ihr Inside PlayStation.